Lektion 36. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Der heutige Leitgedanke dehnt den gestrigen vom Wahrnehmenden zum Wahrgenommenen aus. Du bist heilig, weil dein Geist Teil von Gottes Geist ist. Und weil du heilig bist, muss auch deine Sicht heilig sein. Sündenlos bedeutet ohne Sünde. Du kannst nicht ein wenig ohne Sünde sein. Du bist entweder ohne Sünde oder nicht. Wenn dein Geist Teil von Gottes Geist ist, musst du sündenlos sein, sonst wäre ein Teil seines Geistes sündig. Deine Sicht steht mit seiner Heiligkeit nicht mit deinem Ego und daher nicht mit deinem Körper in Beziehung. Mit Sünde ist gemeint die Idee der Trennung. Sünde ist einfach nur Trennung. Das ist so ein Wort, was aus der Bibel kommt. Ich bin da auch mit diesen Wörtern, das sind so alte Wörter, aber wo ich auch nicht so, ja, wie soll ich mal sagen, ich liebe diese Wörter nicht, aber sie sind einfach, sie werden ja im Kurs, werden diese ganzen Wörter extra benutzt, um ihnen eine neue, geheilte Bedeutung zu geben. Und Sünde ist im Kurs einfach nur ein Fehler und mehr nicht. Es ist einfach nur ein Irrtum, nämlich dieser Irrtum der Trennung, die ja in Wahrheit nie geschehen ist und daher ist es nur ein Fehler. Und da wir in Wahrheit heilig sind, weil unser Geist, der einzige Teil unseres Geistes, der in Wahrheit Wirklichkeit besitzt, Teil von Gottes Geist ist, müssen wir auch infolgedessen ganz und gar sündenlos sein, also ohne Trennung sein. Und natürlich, wir schauen mal das Ego, also meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe. Ich finde das so wunderschön, dieses Umhüllen. Das ist so sanft, das ist so, also allein das Wort umhüllen, meine Heiligkeit umhüllt, das bringt ein Gefühl von Entspannung, von Frieden, von Verbindung und so unendlich sanft und die Angst wird, jede Angst wird aufgehoben damit. Jedes Gefühl der Bedrohung verschwindet, weil die Heiligkeit, die integriert, sie verbindet. Das Umhüllen ist Verbinden, das ist Einschließen. Während ja das Ego ganz anders, das trennt ja nur, das verbindet ja nicht, das Ego trennt immer, ne? Grundsätzlich. Also ein völlig anderes, eine völlig andere Herangehensweise, ob wir mit dem Ego schauen oder mit dem Heiligen Geist. Und dieses Sehen oder dieses Schauen, da wollen wir uns erinnern, dass wir nicht mit den körperlichen Augen umhüllen und sehen. Die körperlichen Augen, die nehmen Trennung wahr, dafür sind sie gemacht. Das kann man gar nicht oft genug wiederholen. Der Körper ist gemacht als Symbol der Trennung, um zu beweisen, in Anführungsstriche, dass ich getrennt bin. Wir mit der die Heiligkeit, die hat einen anderen Sinn. Dieser Sinn, der liegt innen im Geist. Das ist ein göttlicher Sinn. Das ist kein Sinn, den wir mit dem Ego gemacht haben. Das ist kein körperlicher Sinn. Das ist ein geistiger Sinn, ein göttlicher Sinn. Und mit diesem Sinn können wir schauen und können wir umhüllen. Dieser Sinn, der entspringt dem Teil meines Geistes, in dem Gott wohnt.
Heiligkeit hat keine Eigenschaft. Wir haben ja gestern diese ganzen Eigenschaften da aufgezählt und Heiligkeit hat einfach keine Eigenschaft. Eigenschaften gehören zum Ego. Heiligkeit ist einfach nur vollkommene Liebe. Eigenschaften gehören zum Menschen. Der Mensch hat Eigenschaften. Das Ego kategorisiert, hat unendliche Unterteilungen, gut und böse oder gut und schlecht und schön und hässlich und groß und klein und jung und alt und richtig und falsch und so weiter. Richtig und falsch im Sinne des Ego, was es moralisch als richtig und falsch sieht, während der Heilige Geist, der hat nur eine einzige Kategorie, eine einzige nur, wahr oder falsch. Wahr, das ist von Gott, alles was von Gott ist, und falsch ist einfach nur die Trennung und alles, was mit ihr verbunden ist. Das heißt tatsächlich die gesamte Welt. Meine Heiligkeit umhüllt alles, was ich sehe.